Fußball-Weltmeister, Vereinsmanager und jetzt Steuerbetrüger. Sportidol Uli Hoeneß hat Millionen Euro auf Schweizer Bankkonten geparkt, ohne in Deutschland dafür Steuern zu zahlen. Jetzt wird der Fall Hoeneß zwischen den Parteien zum Wahlkampfthema. Müssen die Gesetze gegen Steuerbetrug verschärft, Steuerhinterzieher stärker verfolgt werden? Was denken die Deutschen? Der sogenannte kleine Mann, der wird besteuert, auf den wird Acht gegeben bis zum Gehtnichtmehr, sodass er am Ende gar nichts mehr in der Tasche hat. Und andere, die kommen ungeschoren davon oder es gilt als Kavaliersdelikt. Die Maßnahmen sollte es sicherlich geben, weil Geld, das in Deutschland verdient wird oder Reichtum, der in Deutschland erwirtschaftet wird, sollte eigentlich auch in Deutschland ordnungsgemäß versteuert werden. Bisher durfte nur immer der kleine Arbeiter bezahlen und die Großen überhaupt nicht. Dabei haben die doch hier noch Kohle. 24% der Deutschen sind der Meinung, dass gegen Steuerhinterziehung genug getan wird. Mehr als 2/3 aber sagen, gegen Steuerbetrug müsse mehr unternommen werden. Ja, offenbar gibt es ja Steuerparadiese sozusagen immer noch. Die müssten natürlich geschlossen werden, wobei das natürlich für Deutschland schwierig ist, das weltweit zu machen. Hier muss jeder Einzelne bei sich selber anfangen. Und ich kann nicht die Verantwortung auf die Politiker, auf den Staat oder auf irgendjemand anders schieben. Ich muss bei mir anfangen. Verantwortung ist gut, aber die Mehrheit der Deutschen befürwortet den Ankauf von CDs mit Daten von Auslandskonten, um den deutschen Steuersündern auf die Schliche zu kommen.